ist mal wieder soweit. Es geht wieder los. Wir haben heute den letzten Tag des offiziellen Sommers, auch wenn er bei uns nicht ganz so offiziell ankam. Morgen ist Herbstanfang, hat man auch schon gemerkt, heute Morgen 13 Grad Regen. Also es kommt jetzt so ein bisschen die etwas ungemütliche Zeit. Und ja, jetzt wollen wir es nochmal ausnutzen. Spazi ist in Greifswald, ich fahre jetzt rüber nach Greifswald-Wieck. Dann werde ich sie einsammeln und morgen geht es dann nach Swinemünde nochmal 3-4 Tage Polen machen, um einfach nochmal ja, den Rest von dem angekündigten Sommer zu genießen. So im Radio eben gehört, soll es hier in Mecklenburg-Vorpommern der zweitwärmste Sommer seit Wetteraufzeichnung gewesen sein. Also ich habe davon nichts mitbekommen, dass es hier der zweitwärmste Sommer gewesen sein soll. Selbst jetzt ist das wirklich wie Oktober, also wirklich wie richtig fett Herbst. Und es hat sich eigentlich auch den ganzen Sommer so durchgeschleppt. Also ich glaube auch nicht, dass da noch viel kommt. Aber woher diese Daten kommen, ist also schon wirklich verrückt. Also hier bei uns, und ich glaube, die Meinung habe ich nicht exklusiv, kam es gefühlt auf jeden Fall nicht so an. Ja, ich warte immer noch auf die Brücke und ja, warte und warte und warte. Kurz nach dem Verlassen des Stralsunder Stadthafens konnte ich die Segel setzen. Der Wind meinte es wirklich gut und die Sunshine machte ordentlich Strecke und richtig gut Fahrt. Kurze Zeit später war schon die Fährverbindung Stahlbrode in Sicht. Ab hier wird ein neuer Kurs Richtung Greifswald gesetzt. Also runter ins Schiff, ran ans Logbuch und erstmal eintragen. Ja, viel zu tun ist jetzt gerade nicht. Das Boot läuft hier ganz entspannt mit 5,5 Knoten. Und ja, dann wird es mal Zeit zum Verpflegen. Nach etwa 4 Stunden war das Tagesziel Greifswald erreicht und die Leinen sind festgemacht. Ich habe einen Liegeplatz gefunden, direkt gegenüber vom Hafenamt. Hier kostet eine Übernachtung 30 Euro, gegenüber auf der Vereinsseite nur 16 Euro. Es ist jetzt 7 Uhr, gerade abgelegt aus Hafen Greifswald-Wieck Richtung Swinemünde. Es sind gut 4 Windstärken, das Großsegel steht voll draußen und das Vorsegel ist auf 100% eingerifft. Und trotzdem sind es hier schon wieder fast 6 Knoten eben gewesen und ich denke mal, wenn wir aus der Bucht rauskommen, wird es noch ein bisschen mehr werden, deswegen lieber gerefft. Ja, jetzt geht es erstmal Richtung Ruden, vorbei am Ladeterminal LNG in Lubmin. Ich hoffe, da liegen nicht allzu viele Schiffe, dass wir da nicht Abstand halten müssen. Ja, und dann sind wir irgendwann, denke ich mal, so gegen 15 Uhr wahrscheinlich in Swinemünde. Oh, jetzt geht es schon los, jetzt kommen die ersten Böen. Also jetzt muss ich mal kurz ein bisschen steuern, bis dann. Dort, wo die vielen grünen Schiffssymbole auf der Seekarte zu sehen sind, wird die Pipeline LNG nach Lubmin gebaut. Wir konnten aber ohne Probleme unseren Kurs halten. Es war eine gute Entscheidung, mit gerefften Tüchern loszusegeln. Der Wind frischte auf eine Windstärke 4, später bis auf 6, Böen auf 7. Der Greifswalder Bodden zeigte sich heute von seiner ruppigen Seite. Wir hatten achterlichen Wind und hatten dabei ca. 8 Knoten Fahrt über Grund. Kurze Zeit später ging es vorbei an der Baustelle Lubmin. Es waren doch einige Schiffe im Einsatz, aber kein Problem, wir kamen wirklich gut durch. So, ganz schöner hoher Wellengang hier. Oha! Naja, was soll's. Ist ja immer so interessant, wenn wir nach Swinemünde fahren. Irgendwas ist ja immer. Oh. Yeah.
ganz schön stürmisch heute, aber ansonsten geht das bitte. Wir hatten anfänglich ein bisschen Nieselregen, kam ja alles von hinten. Endlich mal Wind von hinten und die Welle von hinten. Sonst ist es ja meistens immer anders bei uns. Aber diesmal passt alles perfekt. Und wir sind guter Dinge, dass wir recht schnell diesmal in Swinemünde anlegen können. Ja, und bis dahin vertreiben wir uns das noch ein bisschen. Es piept und pfeift. Gut, dann bis später. Ja. Schatzi sagt gerade, mach das Video bloß nicht, du siehst ja aus wie ein Besen auf dem Kopf. Aber ich finde, das ist schon besser geworden, sind ja kürzer, aber der Wind kommt halt von hinten und da sieht es manchmal komisch aus. Was auch komisch ist, vielleicht kennt ihr den Spruch, du hast wohl nicht alle Latten am Zaun, und bei uns ist es in der Tat so, wir haben nicht mehr alle Latten am Zaun, nee, wir haben nicht mehr alle Latten im Segel. Ich zeige es euch mal ganz kurz, da unten liegt die kleinste Segellatte. Wir wollten vorhin bei 6 bis 7 Windstärken im Wind drehen, das groß entsprechend einreffen. Ja, und da hat das Segel angefangen zu schlagen. Und hinten hat sich dann der Verschluss geöffnet von der Segellatte und dann hing die schon halb bis dreiviertel draußen. Also Schatzi an Steuer, Maschine an, gegen den Wind, und ich bin da nach vorne und habe wirklich das letzte Viertel noch geschnappt, Segellatte rausgezogen und erstmal ins Boot reingeschmissen. Und ja, Gott sei Dank kein Verlust, also wir haben nicht mehr Latten am Segel. Dafür noch alle Latten am Zaun. So, was sagt die Logge? Wir liegen ja so zwischen 7 und 8 Knoten. Aber ich denke, es wird jetzt im Windschutz der Insel Usedom etwas abnehmen, sodass wir dann doch relativ entspannt nach Swinemünde segeln können. Reicht für heute auch dann mit dem Abenteuer. Jetzt kann es mal langsam entspannt werden. So, wir sind eingelaufen in Swinemünde. Von geplanten 8 Stunden 15 haben wir gebraucht 6 Stunden 45. Waren deutlich immer über 6 bis 7 Knoten und der Spitzenwert waren heute, glaube ich, 9,8 Knoten. Das war wirklich cool. Darauf, das ging absolut in alter Tradition, ein Kosel. Ein Koselbier. Und gleich kommen die Pyroggen. Ja, oh, lecker. Ich freue mich drauf. Du auch? Ja, Prost. Prost. So, wir sind noch mal raus. Bis nachher. Nachdem wir uns mit Schwarzbier und Pyroggen gestärkt hatten, ging es zurück zur Sunshine. Wir wollten bei Tageslicht noch die Segellatte wieder in das Großsegel einsetzen und dieses Mal so hoffentlich ordentlich unten verschließen und sichern. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist. Wir werden auf jeden Fall das Ganze beobachten und berichten. Mal wie immer das Wasser testen, obwohl so viel Algen drin sind, aber mit den Füßen mal kurz, muss eigentlich sein. Noch weiter, tiefer, tiefer. Ja, bis zum Knie kannst du reingehen. Wir sind hier vor der Engelsburg, Hafen Swinemünde. Das Ding haben wir euch schon vorgestellt. Ich weiß nicht, in irgendeinem Teil, wo wir in Swinemünde waren. Weiß genau. Nicht, Teil 10 oder so. Müsst ihr mal gucken. Ist schon ein bisschen her. Ja, heute Spatzi hat ja die Ostsee getestet mit ihren Füßchen. Hm. Alles noch überstanden, alles gut. Ja, dann genau. Waren wir noch lecker essen. Haben einfach wirklich geschillt. Wirklich entspannt. Jetzt sind wir Profischiller, gehen noch eine Runde und gucken uns so unsere alten Fleckchen mal an, wo wir da waren, und ja, mal sehen, was wir die nächsten Tage noch so bringen. Ja, mal gucken, was wir alles noch so anstellen. Hm. Okay. Genau. Jo. Vom Yachthafen Swinemünde führt ein direkter Weg zur Hafeneinfahrt Swinemünde. Auf der Spitze dieser Hafeneinfahrt steht die berühmte Weiße Mühle, welche auch gleichzeitig als unteres Richtfeuer fungiert.
Wir wollten uns diese weiße Mühle jetzt mal von Land aus ansehen und nicht immer vom Wasser. Also sind wir diesen Weg dorthin gegangen. Wir haben etwa 25 Minuten gebraucht und kamen an vielen alten Erinnerungen vorbei. Diese könnt ihr in dem Film Swinemünde Special besser kennenlernen. Gleich hoch zur Promenade, und da ich ja früher immer als Kind gerne Bernsteine gesammelt habe, ist zwar eine Mini-Ausbeute, aber naja, besser als gar nichts. Jedenfalls freue ich mich darüber. Bis später! So, wir sind kurz vorm Ablegen Swinemünde Richtung Stralsund. Wir werden bestimmt Stralsund noch mal ein, zwei Tage vor Anker gehen, aber wir haben auch schon gemerkt, jetzt sind die ersten Septembertage durch, es ist morgens wirklich nass. Und die Saison neigt sich dann doch langsam am Ende. Umso dankbarer sind wir, dass wir jetzt noch dieses tolle Wetter hatten hier mit 25 Grad. Stralsund sollte jetzt irgendwie 28 Grad haben. Bisschen wenig Wind heute, aber das wird noch werden. Ja, und jetzt werden wir noch die restlichen Sachen ein bisschen trocknen und dann starten wir los. Wir verließen den Hafen von Swinemünde am späten Vormittag. Vorausgesagt waren 2 bis 3 Windstärken. Das bedeutete also die ersten 4 bis 5 Stunden zum Ruden sicherlich Motoren. Danach sollte etwas Wind aufkommen, den wir achterlich haben, und so können wir vermutlich innerhalb von 10 bis 11 Stunden Richtung Stralsund kommen. Die Ansteuerung des Yachthafens Yachttorre in Swinemünde ist sehr einfach, da hier sehr groß weit sichtbare Fahrwassertonnen den Weg eindeutig weisen. Bezahlt haben wir pro Übernachtung mit unserer Sunshine mit 12x4 Metern 21 Euro inklusive Strom und Duschen. Die hervorragend motivierte und top ausgebildete Seemannschaft legte noch die Leinen zusammen. Dann waren wir auch schon fast an der Weißen Mühle. Dobrizenja, auf Wiedersehen, du weiße Windmühle. Dieses Jahr haben wir dich vermutlich zum letzten Mal besucht, aber wir versprechen im nächsten Jahr Swinemünde, wir kommen wieder. Jetzt aber volle Fahrt in heimatliche Gewässer, volle Fahrt Richtung Stralsund. Wenn der Captain mal zu stark träumt, gibt es einen zarten Fußtritt von der Seemannschaft. Thank you.
Nach knapp 11 Stunden sahen wir Stralsund voraus. Wir entschieden uns, in der Drigger Bucht vor Anker zu gehen, denn das Wetter war einfach zu schön, um in den Hafen zu fahren. Am nächsten Morgen wurden wir in der Drigger Bucht vom schönsten Wetter begrüßt. Morgens um 8 hatten wir schon über 22 Grad und das am 9. September. Das war wirklich phänomenal. Schatzi hatte Lust, sich an Bord etwas zu entspannen und sich zu sonnen. Ich hingegen machte unser Beiboot klar, steckte den Außenborder drauf und konnte das Beiboot endlich mal auf Herz und Nieren testen. Es war einfach super schön. Boot fahren, angeln, entspannen und alles direkt vor der Haustür. Ich glaube, besser geht es kaum. Ja, kleines Update. Wir haben völlig vergessen zu filmen, weil wir so entspannt hier geankert haben. Wir sind vor 2 Tagen, vor 10 Minuten zurückgesegelt, 10 Stunden oder 11 Stunden oder irgendwas, sind dann hier abends um 8:30 vor Anker gegangen. Das Fleckchen zeige ich euch gleich noch. Ja, und haben dann wirklich vergessen zu filmen. Wir haben unser Schlauchboot klar gemacht, ich habe noch ein bisschen geangelt, wir haben den Dampfer hier geputzt, relaxed, uns gesonnen, den Blick hier auf das wunderschöne Stralsund genossen. Ja, und jetzt, 2 Tage später, müssen wir wirklich Anker hochnehmen, weil wir heute Abend zum Grillen eingeladen sind. Und wir beide haben gar keinen Bock, weil es ist jetzt heute, glaube ich, der, was haben wir, den 4. September oder sowas? Und es ist 30 Grad gefühlt, das ist echt der Hammer. Aber nützt nichts, so ist das, ne? Und dann gehen wir heute Abend zu einer guten Freundin grillen. So, das letzte Wort hat, wie gesagt, immer noch der Chef. Ja. Unser schöner Ausflug von Polen und 2 Tage in der Bucht vor Stralsund nähern sich dem Ende. Wir laufen gleich 12.20 Uhr durch die Brücke durch, machen fest, dann wieder alles runterrümpeln. Ist ja fast immer ein halber Umzug. Und wie gesagt, dann ab nach Hause, erstmal eine Dusche nehmen und dann später zum Grillen. Und dann lassen wir das Wochenende langsam ausklingen. So ist das, wenn man im absoluten Urlaubsmodus sich befindet. Heute ist nicht der 4., heute ist schon der 9. September, aber die 30 Grad oder die 27 Grad, die stimmen. Der Planet brennt und es ist wirklich super, super geiles Wetter für September. Sozusagen ist jetzt hier oben der Sommer eingekehrt. Alles klar, jetzt geht's gleich durch die Brücke. Na dann mal nichts wie los, auf zum Ziegelgraben, auf zur Brückenöffnung. Wir nehmen euch diesmal mit zu einem kompletten Brückenzug mit Durchfahrt bis zum Liegeplatz. Und ich kann euch versprechen, es ist wieder mal richtig viel los. Also, fahrt voraus. Als erstes werden immer die Fahrzeuge bei einem Brückenzug bevorzugt, die einen Hafen verlassen. Erst danach bekommen die Fahrzeuge, die in den Hafen einlaufen wollen, das grüne Zeichen, um die geklappte Brücke zu passieren. Da wir uns also auf dem Weg in den Stralsunder Stadthafen befinden, haben wir somit erstmal alle Fahrzeuge ausfahren lassen. Übrigens ist auch für uns die Brückendurchfahrt jedes Mal wieder ein Highlight. Vor allen Dingen der Blick nach oben über den Ziegelgraben zur neuen Strelasundquerung. Einzigartig schön. Jede Reise geht mal zu Ende, so auch diese. Wir haben festgemacht an unserem Liegeplatz im Wassersportzentrum Denholm. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch unsere Reise gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir sagen, Leinen los mit der Sunshine.